die 17. Landesversammlung des Landesfeuerwehrverbandes Bayern und die Eröffnung der Feuerwehraktionswoche 2010 fanden in diesem Jahr in Rosenheim statt. Retter TV berichtet für Sie. Nach der musikalischen Begrüßung durch mehrere Musikstücke der Stadtkapelle in Rosenheim eröffne ich heute die 17. Verbandsversammlung des Landesfeuerwehrbundes Bayern und heiße Sie alle auf das Herzlichste willkommen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich danken für Ihren unermüdlichen Einsatz. Sie sind eine wesentliche Säule der Sicherheit in unserem Land. Die Menschen in Bayern wissen das zu schätzen. Die Feuerwehrler, das zeigen Ihnen immer wieder auch landes- und bundesweite Umfragen. Die Feuerwehrler haben ein hohes Ansehen bei den Menschen in unserem Land. Die haben ein gutes Image und die Menschen wissen, was sie an den Feuerwehrlern in unserem Land haben. Ja, das Motto der diesjährigen Feuerwehraktionswoche, zupacken statt zuschauen, zielt darauf ab, dass wir der Bevölkerung zum einen aufzeigen, was unsere Feuerwehren leisten. Das ganze Jahr über 200.000 Einsätze, über 9.000 Personen, die auf bayerischen Straßen mit Spreizern befreit werden. Und was natürlich dabei auch wichtig ist, dass diese Feuerwehrleute dabei auch Zivilcourage zeigen. Sie sind eingebunden in ein Hilfeleistungssystem, sie haben keine sozialen Probleme. Zupacken statt zuschauen, das ist das Wichtigste, mithelfen. Die Feuerwehraktionswoche startet in diesem Jahr unter dem Motto Zupacken statt zuschauen. Damit wird deutlich, die Feuerwehr ist die größte Organisation im Lande, die sich mit Zivilcourage engagiert, die für Menschen da sind. Ich danke unseren Feuerwehrleuten, den Kameradinnen und Kameraden sehr herzlich, dass wir uns Tag und Nacht, Stunde für Stunde auf ihre Hilfsbereitschaft verlassen können. Nach der Landesversammlung marschierten die mehr als 300 Delegierten, begleitet von drei Musikkapellen und Spielmannszügen, hinaus zum Max-Josef-Platz, wo unter großer Anteilnahme der Bevölkerung die Feuerwehraktionswoche 2010 eröffnet wurde. Zivilcourage bedeutet aber auch, manchmal Unannehmlichkeiten oder gar Gefahren in Kauf zu nehmen. Menschen, die couragiert handeln, um andere zu schützen, sie verdienen unseren Respekt und sie verdienen unseren Dank. Allein 330.000 Feuerwehrmännern und Frauen in ganz Bayern. Das ist eine großartige Sache. Und damit sind wir übrigens auch in Relation zur Bevölkerung stärker aufgestellt als in jedem anderen Bundesland. Es ist wichtig, dass wir mit dieser Feuerwehraktionswoche dieses Thema zupacken statt zuschauen ins ganze Land hinaustragen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen, dass das eine große Resonanz im ganzen Freistaat Bayern findet und noch mehr Menschen bewusst macht, wie großartig unsere Feuerwehren arbeiten. Vielen herzlichen Dank. Die Feuerwehraktionswoche 2010 ist hiermit eröffnet.